Herr Präsident, meine Damen und Herren, eigentlich hätte ich an dieser Stelle gerne den regierenden Bürgermeister angesprochen, weil ich finde, wir haben in der Aktuellen Stunde heute gelernt, der regierende Bürgermeister ist ja der, der offensichtlich diese Koalition zusammenhält und auch die Klammer bildet. Insofern wäre das sinnvoll, er wäre hier, aber wie dem auch sei, Ihre Koalition hat vor 7 Wochen einen Haushalt beschlossen, der schon heute das Papier nicht mehr wert ist, auf dem er steht. Der ungedeckte Scheck der pauschalen Minderausgaben, allein 1,75 Milliarden in 24, ist, wie im Dezember prophezeit, geplatzt. Nur Tage nach dem Haushaltsbeschluss flatterte das haushaltswirtschaftliche Rundschreiben des Finanzsenators allen Senatoren in den Briefkasten. 5,9% des Gesamtvolumens sollen die Einzelpläne an Sparvorschlägen erbringen. Einzelne Senatoren gingen dagegen auf die Barrikaden. Frau Spranger, Frau Kieseltepe, Frau Günther Wünsch, auch Frau Ciborra. Zu Recht, wie ich finde. Die Gefahr ist groß, dass die Kürzungen vor allem zu Lasten der zuwendungsfinanzierten sozialen Träger und der Wohlfahrtspflege aufgelöst werden. Einzelne Bezirke haben das bereits angekündigt und die soziale Infrastruktur als erstes unter die Räder gerät. Viele Einrichtungen und Träger sind an der Grenze des Leistbaren. Eine Kürzung ihrer Budgets hätte häufig die Schließung und damit den Verlust der kompletten angebotenen sozialen Dienstleistungen zur Folge. Ein Jugendclub, ein Stadtteilzentrum oder eine Senioreneinrichtung, die einmal geschlossen ist und Mitarbeiterinnen entlassen hat, wird so schnell nicht wiederkommen. Und deshalb ist es fatal, wenn Zuwendungsbescheide verschickt werden, die vorläufig sind und bis auf Widerruf erteilt werden, wenn es denn überhaupt schon Zuwendungsbescheide gibt. Und hier, Herr regierender Bürgermeister, ist politische Führung gefragt. Ja, ich meine, es bedarf politischer Entscheidungen über Schwerpunktsetzungen. Etwas, was Ihre Koalition leisten muss. Offen und transparent, der Ort ist hier im Parlament und deshalb fordere ich Sie auf, ermöglichen Sie die Debatte darüber mit einem Nachtragshaushalt, den Sie hier im Parlament zur Debatte stellen. Und trotzdem wollen wir Ihnen als Opposition beim Scheitern nicht zuschauen. Wir mischen uns ein. Im Interesse der vielen in der Stadt, die soziale Dienstleistungen erbringen und der vielen, die sie brauchen. Soziale Träger und die Verbände der Wohlfahrtspflege bilden das Rückgrat der sozialen Infrastruktur dieser Stadt. Doch die anhaltend hohen Belastungen durch multiple Krisen bringen ihre personellen, finanziellen und räumlichen Ressourcen an die Grenze der Belastbarkeit. Steigende Kosten für Miete, Energie und Sachmittel sowie dringend benötigt verbesserte Tarifbedingungen für ihre Beschäftigten kosten viel Geld. Es fällt ihnen zusehends schwer, Personal und Räumlichkeiten zu finden, während der Bedarf nach sozialen Dienstleistungen gleichzeitig stark zunimmt. Sofern sich die wirtschaftliche Lage bis 2026 nicht erheblich verbessert und mit erheblich höheren Steuereinnahmen gerechnet werden kann, muss befürchtet werden, dass mit dem Doppelhaushalt 26/27 eine Abbruchkante für die soziale Infrastruktur droht. Der Finanzsenator hat in Leipzig bei der SPD-Fraktionsklausur von 5 Milliarden Euro gesprochen. Deshalb brauchen wir jetzt, also vorher, einen politischen Prozess, der gemeinsam mit den sozialen Trägern und Verbänden der Wohlfahrtspflege eine Verabredung erarbeitet, die der Haushaltslage gerecht wird und gleichzeitig für Berechenbarkeit und Planbarkeit über den Doppelhaushalt hinaus sorgt, indem der Senat mit den Trägern einen Pakt schließt, der den Zuwendungsempfängern in der Stadt langfristige Perspektiven eröffnet und die dringend benötigte demokratische Zivilgesellschaft schützt. Dabei muss aus unserer Sicht auf die Erfahrungen mit den bestehenden Rahmenverträgen zurückgegriffen werden. Meine Damen und Herren, die aktuelle politische Lage macht deutlich, dass ein weiteres Wegbrechen von sozialer Infrastruktur zu einem Erstarken von antidemokratischen Kräften führt. Deshalb soll ein Plan bis 2035 erstellt werden, in dem der Senat festschreibt, wie er die soziale und demokratische Infrastruktur entwickeln und stabilisieren möchte. Deshalb braucht es aus unserer Sicht klare Orientierung, Verlässlichkeit und Stabilität für die Menschen, die auf die Leistungen der sozialen Träger und Wohlfahrtsverbände angewiesen sind, als auch für die, die diese Leistungen erbringen. Ihren Anspruch, Herr regierender Bürgermeister, haben Sie in Ihrer Haushaltsrede selbst formuliert und ich zitiere, je größer die Verunsicherung, desto wichtiger sind Orientierung, Verlässlichkeit und Stabilität. Genau dafür steht diese Koalition. Zitat Ende. Momentan herrscht Verunsicherung, fragen Sie die Träger. Dagegen wollen wir
mit unserem Vorschlag Orientierung, Verlässlichkeit und Stabilität setzen. Wenn Ihr Anspruch, Herr Regierender Bürgermeister, nicht in Bettina Jarasch Kategorie wegen das warme Worte fallen soll, lassen Sie uns darüber ernsthaft ins Gespräch kommen. Unser Vorschlag liegt auf dem Tisch. Vielen Dank.